Im Zuge der aktuellen Diskussion rund um Benevit fällt auch immer wieder der Begriff des Patientenanwalts, aber viele Vorarlberger wissen gar nicht, was genau die Aufgaben des Patientenanwalts sind. Was ist genau Ihr Tätigkeitsbereich und warum fällt Ihr Name so oft im Zusammenhang mit Benevit? Wenn wir jetzt auf die Aufgabengebiete des Patientenanwaltes im Patienten- und Klientenschutz eingehen, dort steht drinnen, dass wir vor allem bei der Prüfung hinsichtlich Schäden die richtige Ansprechperson sind. Das bedeutet, falls Schädigungen passiert sind im Krankenhausbereich oder im Pflegeheimbereich, dort ist der Patientenanwalt Ansprechpartner. Wieso man uns jetzt im Rahmen dieser Diskussion immer wieder nennt, ist, glaube ich, schon klar, weil bei uns zentral Beschwerden zusammenlaufen und wir dort versuchen, die Beschwerden zu bearbeiten. Abgesehen vom Herz-Jesu-Heim in Rankwell, wo es doch sehr viele Vorwürfe gibt momentan, sind Ihnen sonst noch irgendwelche Missstände in anderen Pflegeheimen oder Einrichtungen bekannt? Derzeit habe ich keine Kenntnis von derartigen Missständen, wobei ich muss auch sagen, ich kriege einige Anrufe, viele anonymisiert. Ich glaube, die Bewohner oder Angehörige wollen ihren Druck weitergeben oder einmal eine Entlastung erfahren, und das passiert schon im Gespräch mit mir. Aber aktuelle Beschwerden habe ich derzeit keine am Tisch. Jetzt hat Landesrätin Grete Schmidt gerade am Mittwoch wieder im Landtag appelliert, man möge sich doch, sobald es irgendwelche Beschwerden gibt, an Sie wenden. Wie geht das? An den Patientenanwalt kann man sich recht unbürokratisch wenden. Man muss nur anrufen und dann wird ausgefiltert, sind wir überhaupt zuständig oder sind wir nicht zuständig. Wenn wir zuständig sind, dann kriegt man relativ schnell einen Termin bei uns.